Das hat sich bisher sehr gut entwickelt. Wir sind zufrieden, wie es läuft. Der Film hat sich in verschiedene Länder verkauft. DVD-Releases sind bisher noch nicht viel erschienen. Das dauert alles ein bisschen. Irgendwie, zum Beispiel die deutschen, Laser Paradise, lässt sich schon ein bisschen Zeit. Die englische DVD ist draußen und läuft sehr gut. Und und jetzt warten wir mal, wo die nächsten Länder kommen. USA ist geplant, Japan ist geplant, also der asiatische Markt, Frankreich ist geplant. Es sind also diverse Länder in Planung. Wann die Sachen rauskommen, gut, das liegt alles an den Distributern selber, habe ich keinen Einfluss drauf. Das nächste Projekt ist Nikos, die Impaler. Und das wird wieder so meine persönliche Rückkehr zum Fun und Gore und Spaßblätter. Im völlig abgedrehten Sinne. Und es wird im Grunde, also inoffiziell Violent Shit 4. Ich kann den Film Violent Shit 4 nicht nennen. Deshalb heißt er Nikos the Impaler und es ist eine Mischung aus Karl the Butcher und dem Maneater. Und das Ganze wird eben halt durch das Make-up des Maneaters ansatzweise symbolisiert, beziehungsweise durch die neue gestaltete Maske, die eigentlich die neue Karl the Butcher Form darstellen soll, beziehungsweise die Nikos Form repräsentiert, im Stil des Karl the Butcher, angelehnt. Und das ganze Ding wird jetzt in den nächsten Tagen, also im Oktober, November bis Anfang Dezember, Mitte Dezember, in den USA gedreht, in New York City, komplett. Das ist sowohl Studioaufnahmen und natürlich draußen drehen wir natürlich auch. Das Ganze wird mit einem All-American Cast gemacht, außer Bela von den Ärzten. Bela B. wird dabei sein, wird einen guten Part kriegen. Lloyd Kaufmann wird dabei sein, wird auch einen tollen Part haben. Debbie Rochon, Tina Kraus. Felicia Rose wird die weibliche Hauptrolle spielen und Joseph Zazzo, bekannt aus Dämonium, der Glatzkopf, der einen ziemlich coolen Part hatte, aber sehr kurz, der wird die männliche Hauptrolle spielen. Und und den Nikos, den spielt kein geringer als, den muss ich ihn halt selbst machen. Wissen wir ja alle warum. Das Ding wird gut. Die Vermarktung von Nikos stellen wir uns so vor, dass es wirklich eine streng limitierte Special Edition auf DVD gibt. Wir wollen das Ding raushauen in einer Form, wie sie so in dem Sinne noch gar nicht da gewesen ist. Man wird den Film dementsprechend nicht über einen Händler oder über einen Handel beziehen können, sondern eben halt nur übers Internet. Dort wird es demnächst auf unseren Seiten nikos.com und auf der Anthro-Project-Seite genügend Informationen geben, um genauere Details zu erfahren in Sachen Distribution. Es wird eine sehr, sehr streng limitierte Sache zwischen 3.500 bis 5.000 Stück weltweit, NTSC code-free und in englischer Sprache. Und das Ding wird so auch dann nicht wieder erscheinen. Also das heißt, werden extra Szenen drin sein, die nur in dieser Edition enthalten sind und dann nachher auf territorialen Releasen nicht mehr. Also das Ding muss sich jeder hinstellen, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren, weil wer das nicht hat, irgendwann ist das Ding weg und ich glaube, das geht sehr schnell, der hat dann auf alle Fälle nicht mehr diese Edition. Und das ist auch garantiert, das ist klar. Was hat mich dazu bewegt, diesen im Grunde Back to the Roots zu machen? Das haben mich schon mehrere Leute gefragt, die haben gesagt, Andreas, du hast jetzt irgendwie Dämonium gemacht, das war mit einem ordentlichen Budget, du hast da irgendwie was abgeliefert. Sicherlich, der Film hat mich unheimlich weit gebracht und nur ich hab mal, und das sage ich ganz ehrlich, ich habe mal wieder richtig Bock rumzusaugen, so richtig schön rumzumatschen. Und das konnte ich eben halt bei Dämonium nicht. Da sind eben halt, spielen andere Faktoren eine Rolle. Da sind natürlich auch Mitproduzenten, die natürlich ein gewisses Maß an Mitrede haben. Und da muss man sich eben halt einspielen. Da muss man eben halt Kompromisse machen, die auch in Ordnung sind für einen Film wie Dämonium. Bei einem Film wie Nikos mache ich keine Kompromisse. Und der Film wird genauso wieder in die Kerbe schlagen,
wie die Violent Shit-Geschichten. Also wirklich derb, brutal und lustig und abgedreht. Ich habe einfach Bock, mal wieder richtig rumzusauen. Das ist, muss ich nochmal haben dieses Jahr. Also es gibt, die Drehorte stehen also definitiv fest. Es wird on location in New York City gedreht. Das ist und ein bisschen drumherum. Also das ist ja noch Long Island und diese ganzen Geschichten, alles was so da drumherum sich abspielt. Aber Sachen in Deutschland oder so, das werden überhaupt nicht gedreht. Der komplette Film wird dort gemacht. Der wird auch da geht auch dort in die Post-Production. Das wird alles dort gemacht. Das ganze Projekt ist ein rein amerikanisches Projekt. Und ja, zur Crew gibt es eigentlich, kann man eigentlich sagen, das sind alles Amerikaner. Also vom Ton bis hin zur Kamera, bis hin zum Make-up, Special Effects, das sind alles Amerikaner. Alles junge, motivierte Leute, die tierisch Bock haben, so ein Projekt durchzuziehen. Und das finde ich sehr gut. Die Story ist simpel und ist einfach. Sicherlich etwas ausgefeilter als in den Violent Shit Film, also ein Tick. Also dass ich jetzt ganz genau so, also das wieder irgendwie 1:1 kopiere, das ging natürlich nicht. Und also wir haben schon ein bisschen Wert auf Story gelegt, weil ich natürlich auch möchte, dass wir natürlich auch die schauspielerischen Leistungen Anna Felicia Rose und Anis Joseph Dazzo und natürlich auch all der anderen natürlich auch dementsprechend ein bisschen präsentieren. Das kann ich ja nicht in dem Moment, wo ich nur Action zeige, sondern die müssen natürlich auch ein bisschen Acting rüberbringen und da muss natürlich auch eine kleine Story und sowas drin sein. Es geht eigentlich darum, dass es diesen Feldherrn gab, diesen Nikos, den Fehler, der aus dem hohen Norden kam, also ein Barbar, und der in Rumänien eingefallen ist und da eben halt die Bevölkerung unterjocht hat. Natürlich, das spielt alles im Mittelalter, ist klar. Und dann eben halt gefangen genommen wird und eben halt seiner gerechten Strafe, er wird umgelegt. Und dann eben 1000 Jahre später gibt es in New York City in einem Museum eine Ausstellung über rumänische Kultur, wo dann zum Beispiel es auch um diesen Nikos geht, der dann dort präsent ist in Form der Maske. Und dann geht das eben halt so seinen Lauf. Dann sind da eben halt ein paar Leute, ist durch ein Missgeschick, wird die Maske mit Blut berührt und kommt eben halt so wieder zum... So kommt Nikos wieder in die Welt und richtet eine ganze Menge an. Und unsere Tagline ist ja gewesen, also dass New York einen neuen Immigranten hat und ein großes Problem. Und da bitte ich natürlich alle zu voten, dass wir diese Tagline auch benutzen können. Weil es gibt da natürlich unterschiedliche Meinungen. Und ich persönlich finde sie sehr gut. Sie ist definitiv vor dem 11. September entstanden. Weit über 18 Monate ist diese Idee alt und auch diese Tagline von mir. Aber viele finden, die ist nicht mehr angebracht in Angesicht dieser Tragödie um den 11. September herum. Ich finde das nicht. Ich finde, dass man bei einer Art Film, bei diesem Genre, dass man da auch nicht irgendwie auf Political Correctness oder so ein Kram irgendwie drauf eingehen muss. Sollte man auch nicht. Wir wollen da niemanden beleidigen oder niemanden irgendwie zu nahe kommen oder sowas mit dieser Tagline. Das ist einfach nur auf diesen Film bezogen und auf dieses Ereignis mit Nikos bezogen, dass Nikos wieder in die Welt kommt und es ist halt nun mal in New York City. Ja, das ist Nikos. Und es wird eine ganze Menge Blut geben, eine ganze Menge Gore. Und er wird tierisch abgefahren, dann natürlich auch Sex, natürlich gibt es auch, klar. Also es ist für jeden etwas dabei, aber dieser Film ist wirklich für euch, die Splatter-Fans. Und ich freue mich schon auf die Premiere und wir werden uns alle sehen und ich glaube, ihr werdet sehr zufrieden mit dem Produkt sein. Vielen Dank und ich wünsche euch alles Gute.